Bitte schön. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Parlamentarische Kontrollgremium ist eines der wenigen Gremien und Ausschüsse, die ausdrücklich in unserer Verfassung genannt sind. Die Mitglieder dieses Gremiums haben auch eine besondere Stellung, weil sie anders als vielleicht in Fachausschüssen nicht von ihren Fraktionen benannt und dorthin entsandt werden, sondern weil sie vom Parlament in geheimer Wahl mit Kanzlermehrheit gewählt werden. Und das zeigt deutlich, dass dieses Gremium die Kontrolle der Nachrichtendienste ausübt anstelle des Parlaments. Wir vertreten das ganze Parlament, nicht Parteipolitik, nicht in erster Linie Fraktionsinteressen, sondern die Interessen des Parlaments. Und dieses Gremium, das es schon lange gibt, lange sehr nur im Geheimen getagt hat, vielleicht sogar etwas über Gebühr, hatte eine größere Reform 2009 und hat eine Reihe von Befugnissen bekommen. Das Parlamentarische Kontrollgremium darf die Nachrichtendienste aufsuchen, Mitarbeiter befragen, sich Akten herausgeben lassen. Sie darf von der Regierung Informationen verlangen. Aber wenn man sich die Praxis dann angesehen hat, und als ehemaliges Mitglied und jetzt Vorsitzender dieses Gremiums muss man das auch selbstkritisch sagen, war es schon so, wir hatten die Instrumente, aber wir hatten eigentlich nicht das Personal und schon gar nicht die Zeit, sie entsprechend anzuwenden. Wenn man aber eine wichtige Aufgabe machen will, muss sie auch im gebotenen Umfang gemacht werden können. Und vielen von uns ist es doch so gegangen, bei manchen Themen, die die Nachrichtendienste betreffen, dass wir in unseren Gremiensitzungen, naja, ich will mal sagen, der Presseberichterstattung etwas hinterhergehinkt sind. Und beim ein oder anderen Thema wir uns vielleicht auch angesehen haben und gefragt haben, was steckt da dahinter. Das hat auch dazu geführt, dass manche Kritik, die man üben kann in den Nachrichtendiensten und mancher Fehler in der Vergangenheit, auch eine Art Skandalmelodie erfahren hat, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Hätte vorher ein Gremium sagen können, diesen Fall kennen wir. Wir haben ihn untersucht, wir haben kontrolliert, es mag Kritik geben, aber es ist kein Grund zur Skandalisierung. Und deshalb war unsere Überlegung, wie können wir die Arbeit dieses Gremiums nicht zuletzt auch als Reaktion auf die ganze Thematik im Zusammenhang mit NSA, Snowden, den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses, aber auch unseren eigenen Erkenntnissen, weil wir eine Taskforce eingesetzt haben und das untersucht haben, wie kann man dieses Gremium leistungsstärker machen, und wie kann man es verbessern und die Kontrolle dauerhaft auf ein seriöses, hohes Niveau heben? Was wir nicht sind, und das sage ich als Vorsitzender immer wieder, wir sind nicht der Durchlauferhitzer für Skandale. Wir sind nicht dazu da, Parteipolitik zu machen. Wir sind nicht dazu da, etwas hochzublasen, damit andere sich profilieren können. Wir kontrollieren seriös, kompetent und leisten damit in zweierlei Hinsicht einen Beitrag. Ich bin sehr dafür, und wir werden es nachher beim anderen Gesetz ja auch noch zu besprechen haben, wir brauchen leistungsfähige, starke Nachrichtendienste. Wir brauchen aber auch Nachrichtendienste, die konsequent kontrolliert werden. Im Rahmen einer Dienst- und Fachaufsicht, durch die Exekutive, aber auch durch das Parlament. Und ich will mich vor die Nachrichtendienste stellen können und tue das auch. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, dass ich sie gut, umfassend und seriös kontrolliert habe. Und deshalb beheben wir jetzt mit diesem Gesetz wirklich eine Reihe von Mängeln, die wir festgestellt haben. Punkt 1, mehr Personal. Wir schaffen einen Arbeitsstab mit einem ständigen Bevollmächtigten an der Spitze. Das ist nicht, um es deutlich zu sagen, der Nachrichtendienstbeauftragte des Parlaments. Das sind wir. Die neuen gewählten Parlamentarier. Das ist unser Arbeitsstab und der Bevollmächtigte ist der Chef dieses Arbeitsstabes. Er arbeitet in unserem Auftrag dauerhaft an dieser Aufgabe und berichtet ausschließlich uns. Aber er schließt damit eine wichtige Lücke.
Wir fügen öffentliche Elemente ein. Manches bei den Diensten ist zu Unrecht, wie ich finde, in einer Grauzone. Völlig zu Unrecht. Die Dienste können sich auch mehr öffnen. Und wir leisten dazu einen Beitrag, indem wir sagen, unsere Sitzungen sind grundsätzlich geheim, daran wird sich nichts ändern. Aber einmal im Jahr wird es eine öffentliche Anhörung geben mit dem Präsidenten der Nachrichtendienste, so wie in den USA. Es ist für beide Seiten eine Chance, ihre Arbeit darzustellen. Und auch dadurch, glaube ich, tragen wir zur Akzeptanz bei unserer Arbeit, aber auch der Arbeit der Dienste und tun damit den Diensten, glaube ich, schon einen großen Gefallen. Wir führen eine Regelung ein, mit der man uns, das PKGR, mit Informationen über Missstände versorgen kann, durch Mitarbeiter. Und wir schützen diese, der Begriff gefällt mir zwar nicht, Whistleblower. Wir können sie aber nicht beliebig schützen, weil wir sagen, wer uns Missstände mitzuteilen hat, der wird geschützt und sein Name wird nicht an die Exekutive gegeben, solange wir es nicht für die Aufklärung brauchen. Bleibt da bei uns. Aber ich habe schon die Erwartung, dass wer Missstände anprangert und weiß, dass er geschützt wird, seinen Namen nennt. Für anonyme Mitteilungen ist dieses Gremium nicht zuständig. Deshalb haben wir hier eine gute Regelung, Schutz der Hinweisgeber, aber auch klare Benennung und Schutz des Namens, solange wir ihn nicht unbedingt weitergeben müssen. Und wir werden damit, und der letzte Punkt, was häufig ja auch kritisiert wurde, und was Kollege Ströbele ja auch schon, wenn er redet, gleich wieder sagen wird, er wird unvollständig informiert, er findet meistens drastischere Worte, die mögen nicht meistens etwas übertrieben sein. Wir hatten ein Grundproblem in der Vergangenheit. Welche Fälle von besonderer Bedeutung teilt uns die Bundesregierung mit? Und der Streit war immer der gleiche, das kommt drauf an. Deshalb haben wir jetzt im Gesetz eine Regelung vorgesehen, wo wir definieren, was sind denn Fälle von besonderer Bedeutung? Und die muss uns die Regierung mitteilen. Und damit haben wir Rechtssicherheit, damit haben wir Klarheit auf beiden Seiten. Damit sind die Zeit der Ausreden vorbei. Und deshalb kommen wir auch da auf ein neues Informationsniveau, ein neues Qualitätsniveau der Kontrolle, sodass ich in Summe sagen kann, mehr Personal für die Aufgabe, mehr Öffentlichkeitselemente, klare Definitionen, Schutz von Hinweisgebern. Wir stärken dieses Gremium. Es ist das Gremium des ganzen Parlaments. Das sollten wir nie vergessen. Es leistet einen wichtigen Beitrag. Und ich hoffe sehr, dass die Zustimmung zu diesem guten Gesetz breit ausfällt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. André Hahn, Fraktion Die Linke.